Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalat wassalam wa rasulillah wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Das Thema von heute ist die Dawa von Nuh in Sure 7. Ja, die Dawa von Noah alayhi salam in Sure 7. Es wird immer behauptet, die Dawa dürfe nicht offensiv, direkt sein. Die Dawa dürfe die Nichtmuslime nicht kritisieren. Die Dawa, bei der Dawa, also das ist der Aufruf zum Islam, da dürfe man nicht die Strafe erwähnen. Und wenn die Dawa bekämpft wird, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Dawa falsch war. Und dann gibt es sogar einige Irregegangene, die behaupten, man solle Leute gar nicht zum wahren Glauben rufen. Lasse jeden so, wie er ist. Er ist ja so geboren. Das ist natürlich auch purer Kuffer. Ja, zu sagen, man solle Leute nicht zum Islam rufen, weil das ist eine Leugnung des ganzen Korans. Der ganze Koran ist voller Geschichten, die zum Islam rufen. Wenn man sagt, es soll uns gleichgültig sein, ob jemand den Islam annimmt oder nicht, ja, das ist ein Heuchler, ist das. Das ist Heuchelei. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der vielleicht gar nicht weiß, was er erzählt. Aber prinzipiell ist diese Aussage, steht diese Aussage im Gegensatz zu dem, was der Koran sagt. Und schauen wir einfach mal. Ja? Und ihr könnt selber eure Koranübersetzung zu Hause nehmen, wenn ihr überhaupt, weil leider, es gibt die meisten, die so einen Quatsch erzählen, die haben den Koran noch nie selber gelesen. Nehmt euch eine Koranübersetzung, irgendeine Koranübersetzung, von mir aus kauft euch 5 Stück in der Bücherei, ja, und schaut es euch an. Ja? Und lasst euch nicht erzählen, und dann gibt es natürlich Leute, die behaupten, ja, man darf keine Koranübersetzung lesen. Ja? Weil Koran gibt es nur auf Arabisch. Aber anstatt Arabisch zu lernen, ja, dann machen sie halt gar nichts. Wie willst du dann wissen, dass das, was dir dein Hodja erzählt, dass das richtig ist? Natürlich gibt eine Koranübersetzung nie 100% das wieder, was in dem arabischen Original steht. Aber das, was dein Hodja dir in seiner Übersetzung erzählt, wird das wahrscheinlich auch nicht wieder, wird es auch nicht 100% wiedergeben, weil der Koran das Wort Allahs ist. Aber man muss ungefähr wissen, was dort steht. Der Koran ist auch keine Zauberei, sondern verständlich. Im Gegensatz zu dem, was einige irregegangene Gruppen behaupten, um selber Macht zu gewinnen. Weil das ist ihre Taktik und darauf müsst ihr aufpassen. Sie sagen, guck mal, den Koran kann niemand verstehen, deswegen folge mir und ich erkläre es dir. Na? Und wir, bei uns ist es genau anders. Wir sagen hier, bitteschön, lies den Koran selber und schau, ob das, was wir sagen, richtig ist. Wenn das, was wir sagen, richtig ist, dann akzeptiere es. Wenn das, was wir sagen, falsch ist, dann ruf uns an und sag uns, hey, ihr habt was falsch verstanden. Okay, Sure 7, Vers 59. Wir sandten Nuh, also auf Arabisch Nuh, im Deutschen Noah, zu seinem Volk. Wir entsandten, das heißt, er wurde zu seinem Volk gesandt, um eine Botschaft zu überbringen. Hier gibt es, wie gesagt, einige Wahnsinnige, die behaupten, man soll nicht zu anderen gehen und die Botschaft Gottes überbringen. Man soll nur mit gutem Charakter Dawa machen. Der gute Charakter gehört sowieso dazu, aber zum guten Charakter gehört, dass man hilfsbereit ist. Zum guten Charakter gehört, dass man sich Sorgen um die Leute macht. Und zum guten Charakter gehört auch Mut. Und wäre das die richtige Dawa-Methode, dann hätte Nuh a.s. einfach die ganzen Jahrzehnte unter seinem Volk gelebt und sich einfach nur gut benommen. Aber dann wäre keiner auf die Idee gekommen und hätte gesagt, ach, der Kaffee, den du machst, der ist aber so lecker, dann nehme ich jetzt den Islam an. Okay, schauen wir mal. Wir entsandten Noah zu seinem Volk und er sagte, wie gesagt, jeder kann es nachlesen, 7 Vers 59, und er sagte, Nuh a.s. sagt jetzt, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Was ist das? Das ist ein Aufruf zum Tauhid. Das Erste, was er macht, ist Aufruf zum Tauhid. Zur Einzigartig, zur Einheit Gottes, Allahs, in seiner Anbetung. Ihr habt keinen Gott außer ihm. Was heißt das für die Leute? Was heißt das in der Realität? Für sein Volk, die anderen ihm alle angebetet haben. Das heißt für sie, eure Anbetung von anderen neben Allah ist falsch. Das heißt, wir sehen hier, erstens, Nuh geht zu seinem Volk, ganz offensiv und kritisiert sofort das, was ihnen am heiligsten ist. Und es interessiert ihn nicht, ob er deswegen bekämpft wird oder nicht. Das heißt, wer heute
auf die Menschen zugeht und direkt das Heiligste von ihnen anspricht, was falsch ist, zum Beispiel sagt, die Trinität ist falsch, man darf Jesus nicht anbeten. Wessen Weg folgt er? Der folgt dem Weg von Noah. Und wer dem Weg von Noah a.s. folgt, von Noah, der folgt dem, was Allah uns im Koran befohlen hat. Denn Allah befiehlt uns im Koran über die Propheten in Surah 6, Vers 90, Ulaika alladhina hada Allah fa bihudaihi muqtadi. Dies sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat, so folgt ihre Rechtleitung. So wahrlich. Und der das nicht macht und was erzählt, was der Rechtleitung dieser Propheten widerspricht, der führt die Menschen in die Irre. So weiter. Wahrlich, ich fürchte für euch die Strafe eines großen Tages. Das heißt, Noah erwähnt hier die Strafe. Das heißt, er sagt ihnen hiermit, wenn ihr die Anbetung dieser Götter nicht lasst, dann bekommt ihr die Strafe von einem, was? Von einem großen Tag. So, und heute erzählen die Schmeichler, erwähnt in der Dawa nichts von der Strafe. Das heißt, wer ist besser, die Schmeichler oder Noah a.s.? Okay, weiter im Text. Jetzt springe ich einige Verse. Jetzt wird erstmal erwähnt, dass die Vornehmen aus seinem Volk ihn abgelehnt haben, sinngemäß. Und dann Sure 62 sagte dann, wundert ihr euch, dass eine Ermahnung, es gibt Leute, die erzählen, man darf in der Dawa nicht ermahnen, dass eine Ermahnung von eurem Herrn durch einen Mann aus eurer Mitte zu euch gekommen ist, auf dass er euch warne. Wie gesagt, die Leute sagen, man darf nicht warnen. Wovor warnt er denn hier? Warnt er vom Paradies? Warnt er vor Dinosauriern? Der warnt natürlich vor der Strafe Allahs. Es gibt Leute, die sagen, man darf in der Dawa nicht die Strafe Allahs erwähnen. Man fragt sich, welchen Koran die gelesen haben. Auf dass ihr Allah fürchten möget und Erbarmen findet. So die sinngemäße Übersetzung. So. Das heißt, wir sehen hier in der Dawa von Nuh im Sure 67, ihr könnt es selber nachlesen, von Vers 59 bis 63, die ungefähre Übersetzung, ganz klar, dass Nuh direkt gewesen ist, offensiv gewesen ist in der Dawa, dass er Strafe erwähnt hat, dass er sofort kritisiert hat, ihre Götter kritisiert hat und abgelehnt wurde. Und das zeigt, dass die Dawa, die so ist, wie die Dawa von Nur, die richtige Dawa ist. Und diejenigen, die behaupten, dass die Dawa von Nur, die diese Charakteristiken hatte, falsch war, die Menschen, die aufführen.